So, weiter geht's mit meinem nächsten Gast. Hier ist Sarah. Hi Sarah. Es geht um deine Freundin Jennifer. Du willst Klartext mit ihr reden? Warum? Ja, weil sie regt mich einfach nur auf. Ich erkenne sie überhaupt gar nicht mehr wieder. Sie war mal meine beste Freundin, ist sie auch immer noch eigentlich, aber sie ist wie ausgewechselt. Ich fühle mich auch ein bisschen verarscht von ihr, weil sie lässt sich nicht mehr bei mir blicken, sie geht nicht mehr an ihr Handy, sie versetzt mich jedes Mal, sie hat mich sogar an meinem Geburtstag versetzt, sie ist nicht gekommen. Ich habe sie sogar noch angerufen und gefragt, wo sie ist nicht mal rangegangen. Ich habe mir Sorgen gemacht, wo sie ist. Aber woran liegt das, dass sie so blockt? Ich weiß es nicht, woran es liegt. Sie will ja nicht mal mit mir darüber reden. Sie sagt, aber hat es einen Konflikt gegeben? Ja, es war eigentlich gar nichts, außer dass sie auf einmal nicht mehr für mich da ist und einfach abblockt. Ich weiß es ja selber nicht, ich will es ja von ihr wissen. Stimmt es eigentlich, dass du schwanger bist? Ja. Weiß sie das? Ja, das weiß sie. Ja? Also ich sag mal, dann, guck mal, da wird direkt der Griff auf den Bauch. das heißt, eigentlich gerade jetzt würdest du dir wahrscheinlich so ein bisschen ihren freundschaftlichen Rat auch wünschen, ne? Ja, ich brauche sie auch momentan, weil ich habe keine Familie, sie war für mich meine Familie. Sie ist deine Bezugsperson. Genau. Okay, komm, ich hole sie dazu und wir fragen sie. Hier ist sie, hier ist Jennifer! Es gibt Klärungsbedarf. Ja. Wie ist los? Ja, also mich regt das einfach auf. Du bist nicht an meinem Geburtstag gekommen. Ich rufe dich an, du gehst nicht ran. Dein Handy ist aus. Weißt du, was ich meine? Du meldest dich nicht bei mir, du versetzt mich, du lässt mich einfach irgendwo stehen im Barmik und ich denke mir, warum gehst du nicht ran? Ich mache mir sogar an meinem eigenen Geburtstag, mache ich mir Sorgen, wo du bist. Und du meldest dich einfach nicht und du weißt ganz genau, was ich für eine Situation habe. Ich bin gerade aus Elbschloss raus, mein Freund ist nicht immer da und ich habe sonst niemanden außer dich. Wir kennen uns jetzt 4 Jahre. Ja, aber du weißt ganz genau, ich kann nicht immer für dich da sein, Sarah. Ja, aber warum? Ich habe auch mein Privatleben und ich muss auch meine Sachen selbst erledigen. Okay. Und in deinen Geburtstag kann ich dir eine Erklärung geben, ne? Ich hatte erstmal kein Geschenk für dich. Ich hatte Stress zu Hause. Ich hatte Stress mit meinem Ex. Und du kennst ja Sudi, ne? Ja, aber dann hättest du mir das auch sagen sollen und mich nicht einfach da stehen lassen und ich warte. Aber ich kenne dich, wenn ich einmal mit dir rede, dann drehst du voll durch, deine Zigaretten kommen, ja, Jenny, okay, dann nicht, dann eben oder irgendwas kommt dann daraus und daraus habe ich auch keine Lust. Normal würde ich doch denken, zwei Freundinnen sollen ja einfach nur sich gegenseitig stützen, das Leben lustiger machen und irgendwie nett sein, um miteinander ein bisschen rumzuchillen. Ja, aber du empfindest die Zeiten ändern sich auch. Du empfindest sie als Stress, oder? Ja, also wenn sie mich anruft und mich anmacht und so, weil ich nicht bei ihr komme oder so, weil ich, keine Ahnung, Wohnungsbesichtigung oder andere Sachen zu tun habe, dann ist es nun mal so. Mhm. So finde ich das. Also und das natürlich nervt mich das schon, wenn sie mich anruft und sagt, ja, Jenny, dies und das, okay, dann bist du gar nicht mal eine Freundin mehr und am nächsten Tag ist alles wieder okay. Also immer diese Vorwürfe, das macht Druck, das nervt dich. Kann ich ehrlich gesagt ein bisschen verstehen, weil es gibt nichts Abtörnderes, das finde ich auch, habe ich mich gerade heute mit einer Kollegin drüber unterhalten. Also Freundinnen, die immer sagen, na du treulose Tomate, wieso rufst du nicht zurück? Oh. Weil ich zwei Kinder habe, Ehemann, einen Job und nicht mehr geschlafen habe als Maul. Okay. Okay, das schneiden wir. Entschuldigung, ich habe noch nie so mit einer meiner Freundinnen gesprochen. Aber es gibt diesen Moment, nein, habe ich wirklich noch nicht. Aber es gibt diesen Moment, wo man, wenn man selber vor lauter Stress kam, noch aus den Augen gucken kann. Und dann kommt noch jemand und macht einem so einen Vorwurf, wo man dann echt sagt, oh nein. Ja, die geht ja noch nicht mehr mal ran. Also, da, ich weiß gar nicht, wo der Kontakt ist. Also, ich weiß nicht, wo ich sie irgendwie was vorwerfen kann. Okay, dann machen wir es mal anders. Ich frage ganz konkret, ist dir die Freundschaft überhaupt noch so wichtig, dass du sie leben willst? Ja, so. Ich finde schon, wir kennen uns lange. Und ja, aber du musst ja auch wissen, wenn wir sind so wie Schwestern. Dann lass uns das doch mal ein bisschen fixieren, damit das Ganze klare Regeln erhält. Wie wär's denn, schafft ihr das 2-mal die Woche, euch zu treffen? Ja. Ja. Ja? Das würde ich schon so schaffen, ja. Hand drauf! So? Also, weil ich finde, sie braucht ihren Freiraum, haben wir verstanden. Jeder will sich auch mal neu entwickeln können, vielleicht auch mal neue Leute kennen. Und sie muss auch sich auch neu entwickeln. Sie wird Mama. Und absolut. Ich finde auch, also komm, dass sie selber ein bisschen... Wir einigen uns erstmal einfach auf die 2-mal die Woche, okay? Wie ist es damit? Wollt ihr es probieren einzuhalten? Ja, ich will einfach nur, dass sie ans Handy geht und dass sie mit mir einfach mal ab und zu redet. Und wenn sie Bock hat, vorbeizukommen, dann soll sie vorbeikommen oder ich bei ihr. Das ist halt, und trotzdem probieren wir erstmal diesen ersten Schritt.
so grob zweimal die Woche treffen oder telefonieren und irgendwie auf die eine oder andere Zeit miteinander verbringen, okay? Ja. Hand drauf? Ja. Arm in Arm? Komm, Hand drauf, ja, irgendwas? Komm jetzt, komm her. Eine Sache noch. Jenny, ja. Sarah ist schwanger, ne? Ja, ich weiß. Schwangere Mädels, ja, brauchen viel mehr Zuwendung. Das gilt ja nicht nur für, ist es so? Ich weiß es doch selbst, war ja selber schwanger. Es ist einfach so, man ist deutlich sensibler für gewisse Dinge, im Guten, ja, wie im Schlechten. Und nur, dass du es manchmal verstehst, man reagiert natürlich auch. Natürlich, deswegen, ich nehme das nicht so, genau, ernst, wenn sie sauer auf mich ist oder also, genau, mich nimm es, oder nimm so es nicht ganz so ernst, aber ja, hör schon hin, was sie sagt. Ja, ich glaube, das natürlich ist ein guter Weg. Das alles Gute euch auch beiden. Danke, danke euch. Danke.